eine Tür aber für die Zäune an der Außenseite deines Fluges kann auf Straßen platziert werden. Kann auf Straßen platzieren. Außerdem wird die sichere Bereichsaufteilung beibehalten. Oh, okay. Gut. So, das hier ist Gepäck, Spielezone, Café, erste Klasse Lounge, Flugcrew Lounge, what the fuck? Füge eine Lounge für Passagiere der ersten Klasse hinzu, um ihre Bedürfnisse und Wünsche besser gerecht zu werden. Geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Okay. Wartung, maximal eine Wartungszone erlaubt. Mindestgröße von 5 durch 5, muss ein Werkzeugkistenschrank enthalten. Herrentoilette, Büro. Tickethalle, ein kostenloses Gepäckstück, nicht bei uns. In dieser Zone können deine Passagiere am Check-in-Schalter einchecken und Gepäck aufgeben. So. So, dann haben wir hier. Eine kleine Wand. So, dann kommen natürlich erst Toilette. Die Damentoiletten. Scheiße, ich muss glaube erst die Zone machen. Oder? Ach, das geht nachträglich. Aha. So. Okay. Waschbecken benötigt geschlossenen Raum. Kriegt ihr alles. So, dann bekommt ihr noch eine Türe. Ah, okay, ist noch blockiert. Dann suchen wir nochmal nach Toilette. Ja. Dann kommt hier Waschbecken. Ein paar Waschbecken noch hin. Die Frauen müssen sich ja auch sehen. Na, nochmal. So, dann gibt's einen Piece. Wie schreibt man das? Das ist hier ein Pissoir. Gibt's nicht, okay. Ups. Ah, okay. Urinal, aha. Dann hätten wir noch Platz für 1, 2, 3, 4 Toiletten. Gut. Muss erreichbar sein, direkt oder durch eine Tür. Was ich hier muss, muss in einem funktionierenden... Ja, das ist sehr logisch. Mein Gott, nur langsam. So, dann die Türe. So. Benötigt geschlossenen Raum.
Muss da echt eine Tür rein? Also so. Bin gerade etwas überfragt. Es ist doch alles geschlossen, oder? Hä? Okay. Bin gerade etwas verwirrt. Du musst diese Zone um die Toilette für geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Ja. Ist doch. Oder war. Warum geben sich die Frauen jetzt hiermit nicht zufrieden? Passagiere werden nicht sehr glücklich sein, wenn sie keinen einfachen Zugang zu Toiletten haben. Du nutzt diese Zone, um die Toilette für deine Passagiere zu bauen. Hä? The fuck? Arschen. Oh, okay. Okay, dann haben wir hier den Bereich Security. Was ist? Jetzt haben sie da wieder eine Wand gebaut. Wir brauchen, nein, nicht, ja, auch Treppen, aber Rolltreppe nach oben. So. Dann machen wir mal, wie groß wird denn der Security-Bereich? Ich weiß es nicht. Wir fangen mal an mit 1 Rolltreppe. Wir machen lauter Rolltreppen hier rein. Rolltreppe nach oben. Hier wird eine Wand reingezogen. Aha! So. Das hätten wir ja mal geklärt. Das heißt, jetzt schauen wir mal, Sicherheit. Wenn ich das jetzt zur Sicherheit mache. Ach du Scheiße. Ausweiskontrolle, Metalldetektor, Gepäckscanner, Remote,
Gepäckscanner, Ausweiskontrolle. Okay. Warum auch immer zweimal? Fluggastinformationsschalter. Wir benötigen oftmals Hilfe, um den Weg zu finden und Ihren Flug rechtzeitig zu erwischen. Die elektronischen Informationen helfen Ihnen dabei. Mit weitaus größerem Radius. Okay. Also. Einer steht da unten noch. Okay. Büro, Stich, Stuhl und eine Tür, Flup. Bürostuhl. Stadtbahntransit, mehrspurige Zufahrt, Betrieb, Ausweichgeld, erweiterter Busbetrieb. Was gibt's da drüben noch? Erweiterte Sicherheit, erweitertes Ticketing. Was ist das? Ermöglicht Flug. Flugzeuggates einem bestimmten. Okay. Möglichkeiten, Gepäckscanner Ausweiskontrollen zuzuweisen und Gepäckscanner Metalldeckel für präzise Flusskontrolle. Aha. Also. Gepäckscanner. Ups, das war falsch. Dann gucken wir mal nach Scanner. Hier. Dieses hochmoderne Röntgengerät wird auch von deinem Sicherheitspersonal verwendet, um Passagierhandgepäck auf Schmuggelware und andere Sicherheitsbedrohungen zu scannen. Für dieses Gerät ist jedoch eine Remote-Sicherheitsstation erforderlich. Okay. Eine ausgereifte Alternative zum Standard-Metalldetektor. Jo. Halt. Den würde ich dann ja mal grob hier hinsetzen. So. Dann kommen ja davor diese Gepäckscanner. Nein, Moment, das war. Da muss ja noch hier. Einen Arbeiterplatz haben. Das heißt, hierhin, dahin. Ich sehe schon. Die Gepäckscanner werden ein Engpass sein.